Ancients gegen Aristocracy. Die finale dritte Map. Nuke. Jetzt hier für euch live bei 99 Damage. Im Rahmen der Dreamhack Open Summer 2019 in Jönköping, Schweden. Eins dieser beiden Teams wird immer noch die Hoffnung haben, auf den Dreamhack Masters mal mit zu spielen. Für das andere wird dieser Traum hier enden. So, Ancient auf der T-Seite. Wie vermutet, Rallen erstmal zur Tür. Tess hat wieder die CZ, der Pistol-CZ-Spieler schlechthin. Und dann die Doppelsmoke außen von Ancient. So, ein paar Versuche von Rallen. Keine Treffer. Zwei Spieler runtergeschickt, allerdings ohne Bombe. Dieser Ansatz von Ancient und den Spielern. Und dann geht's direkt in den Schacht rein. Und dann der Halle-Go mit Laufweg über den Schacht. Der Spieler aus der POM ist down. Sie sind jetzt zwar gut rausgekommen, aber Tess hat eine gute Position. Rallen kommt aber nicht dazu, einen Kill zu machen. Währenddessen vom Heaven. Oh lol, was war das bitte für ein Shot von Freddy B? Klops geht auch noch einen Kill gemacht. Jetzt ist 1-1, die Bombe noch nicht gelegt. Und es ist Maus, der den Headshot verteilt. 1-0 für Aristocracy. Harte, harte Runde. Richtig schöne Taktik. Da direkt über den Schacht hochzugehen. Und nein, ich stream heute nicht mehr privat, Leute. Heute ist doch noch das Finale. Dann war ich heute wirklich genug. Habe ich genug CS für heute gesehen mit drei Best of Threes. Minais und Co. spielen auch XM. Die sehen wir bei Test. Läuft mit dem Gesicht nach unten, nach vorne, damit der Flashes, die reinkommen, nicht abbekommt. So, Freddy B. geboostet. Minais hat währenddessen mit seinem Rampe-Push einen Frag gemacht. Finde ich ein bisschen gefährlich von ihm, da so alleine vorzugehen. Dann noch die Flash, aber gutes Timing für Plopski. Aber nicht mit Tess hier. XM. Ne? Je älter man wird, desto schwieriger ist das mit dem Spray. Deswegen geht man da wahrscheinlich. Das hat weh. Habt ihr das mit dem Kopf gesehen? Also nicht der Headshot, sondern wie er mit dem Kopf noch an die Kante geknallt ist. Eieieiei. So, Freddy B jetzt last man standing. Was ich eben sagen wollte, ist, im Alter ist das mit dem Spray immer schwieriger. Deswegen geht man dann lieber auf Waffen wie die Schrotflinten und so. Kann ich voll verstehen, was Tess da macht. Freddy. Das ist einfach nur ein Warten. Ah, Tess. Auch auf Distanz. Selbst die Bodyhits sind dann richtig fies, denn er kann mit den Bodyhits, wenn die Gegner keinen Helm haben, für einen Aimpunch sorgen. Erste Waffenrunde könnte sein für Aristocracy. Ja, da sind die AKs. Das heißt, die kriegen keine AWP bei Draken. Das ist aber zu erwarten, wenn man die erste in der dritten spielt. Wenn man die erste in der dritten spielt. Das muss man auch erstmal raffen, was ich da sagen will. Die erste Waffenrunde in der dritten Runde insgesamt. Also Freddy B. Runter. Ja, Jitko auch so alt. Ohne XM geht's halt nicht mehr. Die XM ist der Rollator des betuchten CSGO-Spielers. Betagt ist, glaube ich, besser als betucht, ne? Maus. Dann nochmal gesprayt. Seht euch an, wie passiv Rallen das hier abzielt. Bekommt beide Kills und die Bombe in der Mech-Halle. Hat er eine Smoke, mit der er sich zumindest einen Eingang für kurze Zeit absmoken kann. Hat er dann der Vorraumpush noch aufgehalten. Kann Maus da Support oder Rallen da Support bekommen? Das ist halt sauschwer zu sagen. Ja, wenn er hier halt einfach noch weiter so ein bisschen rumgammelt. Tess hilft da schon aus. Irgendwie bewegt sich Freddy B aber auch nicht zur Bombe. Jetzt nochmal einer auf die Main. Ich denke, der Call kam gerade von Tess, dass da einer drauf ist. Und Tess wird den Frag dann vielleicht... Hat den Schatten doch gesehen. Tess, guckst du bitte mal nach rechts, Mann! Okay, hat ihn noch gesehen. Tut mir leid, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Maus dann sogar über der Secret. Und jetzt hat Rallen natürlich das Problem... Er muss weiter Zeit rausholen, nur noch 20 Sekunden, er macht das super. Ja, und Maus und Rallen, die regeln das, 3-0. Aristocracy nutzt da diesen kleinen Fehler von den Jungs von Ancient aus, dass sie die Bombe in den
in die Mac-Halle tragen. Ah, ist nicht die CS-Academy. Entschuldigung, ich dachte, es wäre meine CS-Academy-IP-Senk. Tut mir leid. Ich dachte halt, er hat echt den Schatten schon gesehen, oder? Aber klar, siehst den Schatten, zielst hin, kommt der Typ aus der Tür raus. So, erstmal einer in den Schacht rein, ohne Bombe. Bisschen ablenken, den Rampelspieler schon mal nach unten zwingen. Plopski, auch nochmal eine Flash bekommen. Ihr seht, wie Maus hier schon rotiert ist. Unten die Position safe hat. Guter Damage da mit dem Spray noch gegen drei Spieler. Ungefähr den gleichen Schaden rausgehauen. Aber die Position von Maus sollte eigentlich so stark sein, dass er 2 bis 3 Kills machen kann. Also 2 sehe ich da schon als Minimum. Er wartet einfach. Er hat den ersten schon bekommen. Positionswechsel so, dass die Minitür nicht sehen kann. Bombe wird jetzt in der Smoke gelegt. Der Plant geht allerdings durch. Ah, schöner zweiter Frag noch von Dyer. Und der letzte ist Rusty. Mehr als diesen einen Kill und den Bombenplant, den kriegen sie. Ja, den kriegen sie noch, aber mehr kriegen sie nicht. Bei Ancient 4:0. Gut für die Kohle. Voller Loser-Bonus. Und auch die. Ist es schon voller Loser-Bonus? Ich glaube schon. Ja, und auch die Bombe dazu gelegt. Ist natürlich alles extra Geld. Da könnte jetzt sogar eine AWP für Draken drin sein. Na, er spielt sie auch. Ist halt jetzt wirklich nur die Frage. Wird Draken fündig werden? Spielt man wieder über die Mac-Halle bei Aristocracy? Tess. Wieder unterwegs. Auf die Pommes. Da haben wir eben beim Trick-Game. Wie nice. Ah, den hat er dann irgendwo auch verdient, ne? Den kann man wirklich mal machen. Da haben wir mal gesehen, dass direkt ein Molotow auf die Pommes geworfen wurde. Richtig fies. Für Tricked war das. Noch eine Smoke hinterher. Maus hat jetzt Freddy B. außen bekommen. Wo ist Draken gerade unterwegs? Der arbeitet, so wie es aussieht, gegen die Rampe. Da wird nicht direkt reingezielt. Und Disco Doppler kommt leise den Schacht runter. Okay, das ist ein wirklich starker Move. Dyer hat jetzt die Rampe wieder übernommen. Holt den ersten. Holt den zweiten. Holt den dritten. Die Bombe da. Und Dyer mit ja, 3 einzelnen Frags fast schon. Insgesamt der Triple Kill. Schöner Hattrick. Und Disco Doppler, so gut sein Move auch war, so wenig kann er draus machen, weil seine Teammates an der Rampe nicht vorangekommen sind. Und ich glaube auch nicht, dass, also er versucht es jetzt nochmal über Secret, irgendwie über die Mac-Halle vorzukommen, aber dadurch, dass Rallen da die ganze Zeit drin stand, muss man da eigentlich auch vorsichtig sein. Jetzt natürlich ganz klar, Bombe um die Rampe aufgestellt, wenn er jetzt noch in der Mac-Halle steht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Disco Doppler sogar nochmal zum Heaven hoch. Ich denke, dass er einfach nur hier oben in der Ecke saven wird. Oh, der Spieler in der CD Base sieht ihn. Maus wollte außen nochmal checken, nochmal ein bisschen Info bekommen. Und bekommt es auch. Nicht nur Info, sondern auch ein Kill. Hier nochmal Dyhas Triple Kill. Er ist echt ein starker Spieler. Kann man nichts gegen sagen. Sahniges Aiming. Aber Ancient kann noch mal kaufen. So, Mollys, ganz klassisch, immer wieder vor die Tür. Vor in die Pommes rein. So, und sehr häufig dann auch die Tür nachgesmoked, weil die auch oft aufgesprengt wird. Die Smoke kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen von Rallen. Die hilft ja schon fast dem Gegner. Der kann nah ans Secret rangehen. Vielleicht sogar ins Secret rein, wenn er sich traut. Denn Freddy B. spielt das jetzt nur außen auf. Ja, auf bisschen Map-Control nach unten. Einfach dem Gegner zeigen, hey, wir können runtergehen. Draken wirft jetzt eine Heaven-Smoke. Beim Heaven steht keiner. Das heißt, die Smoke wird nicht viel bringen. Vielleicht ist es auch nur ein Fake, dann ist sie zumindest okay. Freddy B. unten fängt schon mal an zu pre-firen. Lenkt ein bisschen ab. Tess hat aber den ersten Frag gegen die Tür gemacht. Oh, und will er da rein? Ja, weil sie denken, dass es an der Rampe durchgeht, läuft Tess jetzt in die Falle. Waffe noch gewechselt. Beide stehen da in der Pommes. Ey, wie kompakt stehen die denn da bitte? Plopski mit dem Blick nach hinten.
Gerade fehlt der Fokus. Tess zielt jetzt aber hier nach hinten ab. Schnappt sich Draken. Der denkt sich, ey, wo kommt der denn bitte her? Plopski jetzt an, der Pom ist bekannt. Einer schon auf dem Spot. Und ich glaube sogar, dass sie bei Aristocracy nach unten rotiert sind. Weil das eben alles nach einem Forum war, gefühlt frei, weil das nach einem B-Go aussah. Bombe ist jetzt gelegt. Freddy B hat den CT-Schacht. Starke Position, solange man den Heaven zurückhalten kann, ist Freddy B der Joker. Aber er muss raus. Wartet sehr lang. Kassiert sehr viel Damage, aber insgesamt war das solide. Oh, schöner Bang noch von Rusty. Plopski hat jetzt auch Dürer bekommen. Rusty drückt jetzt weiter durch und dann dieser One-Shot mit dem letzten Schuss holt er nochmal aus. Erste Runde für Ancient. Ja, durch die kleine Missrotation von Aristocracy. Aber im Endeffekt gut vorbereitet von Ancient. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich glaube eher nicht. Und trotzdem war die Runde noch verdammt knapp. Und jetzt seht ihr diese letzten beiden Schüsse an. Zack, direkt der Reload. Da sieht man auch, da war wahrscheinlich nichts mehr drin im Magazin. So, taktische Pause. Vielleicht von Aristocracy. Vielleicht ist sich Ancient auch bewusst darüber, dass das hier gerade noch viel schlimmer hätte ausgehen können. Aber auch wieder der Laufweg von Tess. Einfach ultra krass gewesen. So, schnelle Halle, go. Rallen hat da wohl keinen Molly gehabt. Da ist auch schon einer den Schacht runter. Minais muss es anzielen. Schwieriger Flick, schräg runter. Der Witz, oh mein Gott, was war das bitte für ein Hit? Wie kann Freddy B mit 64 HP davon kommen? Rein jetzt auch runter rotiert. Ancient müsste jetzt eigentlich wissen, dass die Halle relativ schwach gedeckt ist. Dann geht Dürer noch zur Seite und wieder ist es dieses nur drei Hits und er geht nicht down. Molly zum Heaven gefailt. So, da kommt dann Rallen von hinten. Draken, ganz wichtiges Duell. Er ist der Letzte mit 100 HP. Rusty und Plopski auf 4. Maus hat allerdings die Arve, das heißt, die HP-Zahlen spielen nur eine Rolle, wenn er die Pistole in die Hand nehmen sollte. So, Draken hat schon mal gewechselt auf die AUG für den Fall der Fälle, aber sie merken, dass der letzte Spieler nicht kommt. Folgerunde für Ancient. Und man merkt auch, Aristocracy fällt immer wieder drauf rein, wenn jemand runtergeht, über den Schacht auch runterkommt. Das ist problematisch. Dann rotieren sie eben so runter, dass die Halle ein Ziel ist, dass man angreifen kann. War hier, glaube ich, mein Midround-Call nicht der direkte Plan, aber sie merken, dass das wirklich gut funktioniert, dieses einen runterschieben lassen vom Gegner. So, Tess. Direkt in die Ecke, das hat Draken nicht gesehen. Aber Draken schnappt sich da Maus, nee, Dürer sogar. Der hatte die Saved AWP bekommen, so wie es aussah. Minais close, merkt, dass die Doppelsmoke kommt. Er weiß aber auch, dass die Cross-Smoke schon ein bisschen länger liegt. Plopski. Ah, ran an den Speck. Mal rein in die Halle. Test noch nicht gecheckt. Oh, und den haben sie noch gar nicht überprüft. Vielleicht geht Tess auch einfach mal die Tür rein, aber es kann sein, dass die noch zu ist. So, Rallen oben. Sollte eigentlich wieder die AWP in Sicherheit bringen. Jetzt auch Tess down. Draken hat da wieder aufgepasst. So, und schön, wie Rallen da gerade die Big Dick AWP in der Hand hat. Jetzt erst gesehen. Geiles Teil. Genauso wie die Neon Rider. Das ist echt eine sexy AK. Also da fange ich auch mal an, über Skins zu reden. Rallen hat die Füße gesehen. Sieht halt echt gar nichts durch diesen Explosionsrauch.
die dritte Runde für Ancient. Und ich glaube, eigentlich sind es Runden, die sie nicht mal bekommen dürften. Also das war alles, glaube ich, verhinderbar für Aristocracy. Vielleicht nehmen die mal eine taktische Pause. Sogar Ancient, die sich nochmal besprechen. Zweite Pause, die sie nehmen. So, Headset auch wieder auf. Da läuft eigentlich. Über die Rampe mussten sie noch gar nichts machen. Eventuell wäre Draken außen mit der AWP ganz angebracht, aber Draken nutzen sie vor allem an der Rampe und an der Tür. Auch hier wieder, oh, Triple Nate rein, die alle drei sehr wenig Schaden machen. Tess wieder mit der XM. Ist natürlich auch angenehm, dass man die Waffe hier spielen kann. Ist nicht so teuer. Da kann man auch mal sagen, okay, ist okay, Leute. So, wieder wird die Window Smoke, die Heaven Smoke vorbereitet. Rallen. Oh, da wird sogar schon die Pommes abgesmoked, falls dann Molly hinfliegen soll. Vielleicht ein bisschen früh. Was kann sein, dass das nicht gerafft wird von Ancient, dass man da auf der Pommes sitzen bleiben kann. Maus allerdings im Off-Angle die Rampe am Abziehen. Und das ist, kann halt immer problematisch sein. Da kommt die Smoke, er geht ein bisschen weiter vor. Und genau das ist das Ding. Da geht es auch. Freddy B. ist irgendwie in den Tod gestürzt. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Hier kein Hit dabei gewesen. So, Dyha hält dann die... hält dann das Window hier. Double-Door-Kontrolle bleibt also bei Aristocracy. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Flash kam nicht an, nur ein Positionswechsel, sodass man zur kleinen Tür noch zu sehen ist. Die Smoke am Window warten sie noch ab. 4 gegen 3. Über die Rampe kommt jetzt langsam Draken mit der AWP nach. Die Bombe ist allerdings... doch, die ist für ihn gelegt. Rechts vom Silo. Nicht verkehrt. Da geht's jetzt raus. Da hat man sogar kurz den Kopf durchgesehen. Plopski und Rusty. Schönes Kreuzfeuer. Da muss Draken nicht mal eingreifen. Und Minais geht hier schon die AWP safen. Jetzt ging's mal über die Rampe auf. Ja, und da muss man halt schon sagen... LOL, was ein Flick. Nice. Auch das musste man sagen. Aber die Position von Maus bin ich kein Fan von. Ne? Lieber eine frühe Info. Nicht den Off-Angle wählen. Dann runter rotieren. Gerade wenn das Backup ein bisschen länger braucht, ist das sehr, sehr wichtig. So, und... Ancient, holpriger Start, gut zurückgekommen. Wir gehen in Runde Nummer 10 und schauen uns mal an, ob Aristocracy jetzt die Führung abgibt. Was gut möglich ist, weil sie eine Eco spielen. Ancient hat das wahrscheinlich erst ein bisschen später verkraftet, dass sie Train noch verloren haben, sind jetzt wieder komplett im Tunnel. Und das wäre der Moment, Plopski, jetzt rum, da ist die Flash. Lässt sich noch viel Zeit. Guter Refrag von Rusty. Wichtiger Refrag vor allem. Da noch ein Kill von der Deagle. Dyha aber down. Test jetzt bekannt. Den willst du eigentlich nicht in die Arme laufen. Aber da merken sie, von hinten kommt noch was. Schön, wie Disco Doppler sein Aim hier direkt unter Kontrolle hat. Ein 2 gegen 3. Die Position von Maus, die wissen sie. Die Bombe kommt jetzt auch, ist jetzt auch am Plant. Und da geht Draken down. Minais hat sich schon eine AWP schnappen können. Oder hat die gesaved, besser gesagt. Gutes Timing für Disco Doppler. Minais war da sehr, sehr laut. Ist doch eigentlich eher wieder eine Sache, wo er saven muss. Also wenn er die Steps des Gegners hört, haben die ihn zu 100% auch gehört. Ja, 5-5. Da habe ich dieses kleine Klicken gehört. Das, es könnte sein, dass das wieder für eine Pause spricht, aber es war nur einklicken. Oh, und er geht noch down. Die AWP verlieren sie auch noch.
Und hier die Frage im Chat, die können wir mal aufgreifen. Wird es bald wieder ein Event geben, wo man Souvenir-Packs bekommt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das wird es bald wieder geben. Das Major findet statt, sobald die ganzen Minor-Turniere durch sind und auch das Play-In-Turnier. Also stell dich mal auf, ich habe den Termin gerade nicht im Kopf, irgendwann August oder September. In dem Zeitraum wird es wieder ein Major-Turnier geben. Das Berlin Major. Und wenn ihr auf 99 Damage geht, dann gibt es so einen kleinen Reiter oben unterm Header, wo ihr auf Major drücken könnt. Und da bekommt ihr alle Informationen, wann das Ganze stattfindet, wann die Minors sind. Und bei den Minors sogar drei Teams mit deutscher Beteiligung dabei. Sprout und Big. Und bei No Chance spielt ja unser Crystal. Das wird ziemlich, ziemlich geil. Da freue ich mich drauf. Aber erstmal freuen wir uns natürlich alle auf die ESL One Cologne. Und über dieses sehr schöne, spannende Spiel hier. Ancient gegen Aristocracy bei der DreamHack Open Summer. Ah, eigentlich ein guter Peek von Dürr, aber auch abgezielt worden. Rallen hatte durch die Smoke noch einen Frag gemacht. Rusty nur noch auf 46 HP. Draken hat jetzt aber Rallen noch mitnehmen können. Und der fängt jetzt einfach die Rotation ab. Maus ist über die Rampe wieder rotiert. So, Disco-Doppler, da gehen sie einfach wieder die Halle hoch, wissen vor, der Tür ist nichts. Tess wird überrascht, geht down. Da kommt jetzt zwar noch Minais durch die Pommes. Schießt allerdings auch vorbei, da wäre der No-Scope vielleicht sogar drin gewesen. Ancient bekommt hier Runde um Runde und es sieht super abgeklärt aus. So, und ab wann gibt es das Viewer-Ticket fürs Major? Also, erstmal die Kirche im Dorf, Leute. Es ist noch ein ganz klein bisschen hin, bis das Major beginnt. Es stehen noch nicht mal alle Teams fest, die beim Major mitmachen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. So, Maus hier. Ich glaube, er kriegt die Waffe durch. Ancient will jetzt auch nicht zu viel riskieren. Es ist an sich nur eine AUG in Anführungszeichen. Und auch der Viewer Pass, den wird es wahrscheinlich erst ein, zwei Wochen vor dem Major geben. Aktuell ist Valve natürlich viel zu sehr damit beschäftigt, ihr neues Dota-Baby, Dota Underlords, zu patchen. Ab welcher Stage? Ab der ersten wahrscheinlich. Ach, Grüße gehen raus an den Tobias Stoll, an Jitko. So, Double Nate. Die Mitte, oh, der Rampe pusht, da bin ich ja gerade selbst überrascht, was da passiert. Die Bombe liegt allerdings außerhalb da und die nimmt man lieber ganz schnell wieder auf. Rusty zielt jetzt noch ab, 1,30, wirklich super schwierige Situation. Sie gehen laut weg. Ich hoffe, ihr habt alle eure Masterbälle dabei, damit wir das wilde Jitko fangen können. Boah, der hat geschmeckt. Tschüss, Minais. AWP down. Aber ein 2 gegen 3 machbar. Tess geht nochmal in die Halle rein. Weil bei den Heaven kommt gerade Disco-Dopplern vor. Ja, wenn Maus jetzt zum Beispiel hochgehen würde, könnte es ein gutes Timing geben, um direkt hinter Disco-Dopplern zu sein. Was ist Tess, der ihn so sauber abzieht? Jetzt wissen sie, okay, hinterm Silo. Letzter ist Maus. Komm, das kannst du eigentlich versuchen, Maus. Du hast ein Kit, du hast 3K, du hast eine Rifle. Einfach zum Main gehen jetzt. Bombe ist immer noch nicht gelegt, das Timing wird immer besser für ihn. Bombe allerdings hinterm Silo geplantet. Und in der Pommes jetzt schon Rallen drin. Nee, Rusty ist es. Plopski smoke die Main nochmal ab. Jetzt hat er sich verraten. Guter Bang. Maus ist ein Klatschspieler, aber so klatscht dann auch nicht. Siebte Runde für Ancient. Und das muss man jetzt auch nochmal erwähnen, Leute. 7 Runden in Folge für Ancient auf der T-Seite. Irgendwie ist die Luft raus bei den Polen. So, und Ulit, nein, wir haben noch keine Info, wann Cash fertig ist. Und Cash ist ein sehr, sehr schwieriges Wort, da stimme ich dir zu. So, erstmal ein Molly an die Rampe, der ist direkt gelöscht worden. Ich dachte, jetzt zieht Disco Doppler nochmal nach hinten ab.
Ancient. Diesmal nur am Abzielen. Mir nice diesmal vorne hin die. Oh, das ist, glaube ich, die Triple Smoke Ball, die da geworfen wird. Ah, oh, Mee Nice. Flickt bei sowas immer direkt, korrigiert auch nicht. Rallen. Oh, da geht die Tür gerade auf, als er runterdroppt. Sie gehen vor allem zu dritt in den Schacht. Da unten scheint aber jemand zu stehen. Und das ist Mee Nice. Freddy B, Molly hat zwar noch den Fracking Düher bekommen, aufsteht jetzt aber unten, das wäre vielleicht sogar besser, wenn Ancient wieder hochrotieren würde. Schwieriger Midround-Call, es sind noch 50 Sekunden und Halle-Kontrolle ist ja noch da, aber jetzt geht Rallen down, über den Heaven gehen sie auch noch rein. Plopski da mit 2 Kills, Freddy B macht zwar keinen Frag, lenkt aber gut genug ab, kreiert also schön viel Raum. Und da gibt es dann die Rotation in die Halle hoch. Ay caramba. Rusty und Co. haben das halt wieder perfekt gelöst und Mee Nice und Maus müssen es wieder saven gehen. Gehen zumindest zur T-Base, da können sie noch ein paar Exit-Frags ziehen, wenn Ancient in die Richtung abhaut. So, jetzt 8 Runden in Folge. Das war gerade keine Eco und was danach kommen wird, wird wahrscheinlich eine sein. Oh, Draken schaut sogar nach oben. Das ist schon ein Fuchs. Ach, okay, Mee Nice zielt ihn ab. Dann ist jetzt auch die Position von Maus bekannt. Die Runde war zumindest teuer für Ancient. 4 Waffen müssen danach gekauft werden. Ist allerdings kein Problem und es sind nur noch 2 Runden zu spielen. Ich glaube, selbst nach dem Kaufen ist noch Reserve drin. Ja, Rusty hat noch 10k, also Freddy B noch 7. Das wird keine Eco in dieser Halbzeit mehr für Ancient. Vielleicht ja sogar 10 T-Runden. Auf einmal Ancient bei den Buchmachern wieder vorne. So ein Zufall aber auch. Draken. Geht vor. Plopski. Schnappen sich direkt Mee Nice. Ist doch keine Eco von Aristocracy geworden. Dürer hat da an der Smoke noch einen Kill gemacht. Wechselt die Position jetzt ein bisschen anders. Und Disco Doppler gewinnt irgendwie sein Duell gegen den Spieler an der Tür. Plopski hat jetzt noch einen weiteren geholt. Position von Maus ist nicht bekannt. Tess hat den Vorraum unter Kontrolle. Ich denke, jetzt wird Ancient das Tempo noch mal kurz rausnehmen. Und steht da in der Main? Er steht hinten am Red Container. Der Draken. So, Plopski. Ganz ruhig. Nehmen an, die Idee der Runde wird jetzt gleich noch gecallt. Wir haben die Zeit, das so abzuwarten. In der Halle wartet Tess wieder hinterm Silo, wenn ich es richtig sehe. Maus hofft, dass sie über Secret runtergehen. Tess könnte es jetzt ganz langsam ausspielen. Er hat noch eine Flash. Ich denke, er wird jetzt einmal peeken. Nee, er will es wirklich auf diese langsame Art ausspielen. So, da bekommt er Kill Nummer 2. Kill Nummer 3. Über den Heaven kommt jetzt Plopski rein. Und den macht Tess dann auch noch das 4K zur 6. Runde. Stark gemacht von Tess. Richtig schön, wie langsam er da in den Winkel zur Main reinzielt. So, und Ancient. Ärgern sich jetzt nicht. Die werden mit 8 T-Runden schon zufrieden sein. Aber das hier war definitiv eine Runde, die man hätte gewinnen können aus Sicht der Schweden. Für das Game generell, für Aristocracy, ist das eine gute Sache, dass die hier noch eine Runde holen konnten. So, Maus fängt wieder mit ein bisschen Gespamme durch die Smoke an. Ancient hat jetzt sehr viel über außen gemacht, wartet da jetzt wieder ab und wirft wahrscheinlich verzögert wieder die Doppelsmoke. Dadurch kann man der HE auch immer gut aus dem Weg gehen. Aristocracy bekommt außen ein wenig Kontrolle über den Spieler, der am Secret steht. Der Molly geht aber runter. Mee Nice hat diesmal die AUG. So, und da wollte Maus eigentlich droppen. Er hat Düha aber direkt dabei. Jetzt meine ich direkt ein Doppelsetup. Dann geht er auf Engelwinkel auch. Rusty. Also rotieren wieder zurück in den Vorraum. Müsst ihr wirklich aufpassen, weil Tess ist da sehr gerne reingepusht. Hatte dann
gutes Gefühl für, wann er den Gegner da überraschen kann. Steht allerdings all in. Und die Pommes bietet doch inzwischen einiges an Platz. Vielleicht ist da noch ein Heaven-Spieler dabei, der mit ablenkt. Vor der Flash weggedreht, Tess. Durchgedrückt, der Triple Kill. Ja, und Ralle, der muss nur noch den einfachsten Frag seines Lebens machen. 7:8 zur Halbzeit. Führt Ancient die letzten zwei Runden. Die gehörten allerdings Aristocracy in der Mitte. Dieser 8-Runden-Block für Ancient ist natürlich mega krass. Mal schauen, wie sie auf der CT-Seite stehen. Kurzes Päuschen. Bis gleich. Halbzeit Nummer 2 der dritten Map steht in den Startlöchern. Lachende Gesichter auf beiden Seiten, denn ein 8-7 Halbzeitergebnis. Da können beide Teams mit zufrieden sein. Jetzt geht's auf die T-Seite für Aristocracy und Ancient. Die dürfen verteidigen. Das ist natürlich angenehm, die zweite Halbzeit auf der CT-Seite auf Nuke zu spielen, aber das kann auch unangenehm werden, wenn Aristocracy da gut ins Game startet und das Game vielleicht sogar kontrollieren kann. In der Pistol geht's ein bisschen langsamer zu. Freddy B hat Smoke und Diffuse Kit. Molotov bei Rallen. Da kommt die Main Smoke. Molly wahrscheinlich auf die Pommes. Und dann Abfahrt. Erst Druck aus der Tür. Rusty mit dem Doppelkill. Da kann jetzt eigentlich der Spieler am CT-Schacht mithelfen. Draken und Freddy B machen da weiter. Freddy B ebenfalls mit 2. Aber dieser Doppelkill von Rusty, da kannst du nichts gegen tun. Da rennst du einfach sehenden Auges in dein Verderben. Die Pistol Round also für die Schweden. Und an sich ein gut gedachter Go. Aber gegen Headshots ist noch kein Kraut gewachsen. Okay, eigentlich das Flashkraut ist da gewachsen. Aber das war hier anscheinend nicht zur Verfügung. Maus. Ah, im Vorraum als einziger, ansonsten in der Full Eco ist Aristocracy Richtung Außen unterwegs. Okay, das waren unnötige 30 HP, die man da verloren hat. Draken. Fieser Winkel hinten von der Treppe, aber auch ein sehr starker Winkel. Ist definitiv was für die AUG. Und seht euch an, wie sie ihm einfach aus dem Weg gehen. Da muss jetzt ein Call für den Heaven-Spieler kommen, aber Draken denkt sich, komm, ich gehe lieber hoch. Ich verteidige das lieber selbst. Disco-Doppler wird da schon gepickt, aber es gibt den Refrake. Aber außen, die Bombe ist immer noch hinten Richtung Silo. Plopski hat da Probleme, aber Freddy B hilft noch mit. Nur noch rein mit der gepickten Farmers. Schöne Nate. Gestaltet die Runde jetzt schon ziemlich teuer. Die Bombe hat er allerdings nicht dabei.
Vielleicht versucht das noch irgendwie über den Schacht. So, bloß nicht den jungen Mann wecken, der da ein Nickerchen gemacht hat. Er kommt hier sogar hoch, aber das hat Plopski auf dem Schirm. Zehnte Runde Ancient. Sechs noch, um ins Grand Final einzuziehen. So, und jetzt auch die erste Waffenrunde für Aristocracy. Rallen, ah, sie smoken sich da gut ab. Freddy B. Aus ein bisschen weiter zurück, sieht, wenn sie crossen würden, noch keiner durch. Über den T-Schacht auch kein Druck. Das hat Ancient ein bisschen besser gemacht. Immer wieder Aristocracy dazu gezwungen, nach unten zu rotieren. Das ist hier gerade nicht notwendig bei Ancient. Die können oben stehen bleiben. Und Aristocracy wartet da im Endeffekt nur auf den Go. Ah, und da werden Nettigkeiten ausgetauscht. Sowohl Freddy B als auch Rallen Low AP. Rallen ein bisschen mehr. Aber sie sind jetzt ins Secret reingekommen. Das heißt, jetzt wäre der Moment, wo Ancient jemanden runterrotieren lassen müsste. Freddy B geht dann auch noch an der CD Base down. Draken aber mit dem Return Kill gegen Minais. 4 gegen 4. Um die Halle herum steht Ancient. Da hat Plopski sein Duell an der Rampe genommen und das war wichtig. Wäre Plopski da down gegangen, hätte einer der Halle-Spieler, in dem Fall Draken, anfangen müssen, Richtung Rampe zu rotieren, was die Halle dann wieder etwas schwächt. Düha geht jetzt aber zum Heaven 4, Draken. Nochmal mit der Flash gearbeitet. Als die Smoke weggeht, Düha gewinnt das Duell trotzdem. T-Schacht nicht gespottet, CT-Schacht wird gesehen. Das waren zwei gute Treffer von Rusty. Und Disco-Doppler holt dann auch noch den letzten. Also dieses T-Schacht, CT-Schacht-Setup funktioniert hier einwandfrei. Elfte Runde. Das muss jetzt eigentlich wieder eine Eco für Aristocracy geben. Denn noch ist der Loser-Bonus nicht am Maximum. Es gab keinen Bombenplant. Das führt dann meistens zu einer Sparrunde. In dem Fall gar keine schlechte, viel Utility dabei. Es geht direkt mal vor. Freddy B bekommt dann sogar den Kill, als er die in diesen Molly reinhält oder in die Smoke reinhält, die da aufgeht. Das heißt, der Schachtdrop funktioniert nicht. Schwierig immer abzuschätzen, ob da vielleicht noch jemand durchgelaufen ist oder nicht, nachdem man den Kill gemacht hat. Also, wer auch immer sicher geht auf der CT-Seite, lässt dann schon jemanden unten den Schacht abzielen. So, eine Rampe Contact. Schwierig da kompakt reinzuziehen. Draken macht da 3. Verhaltener Applaus im Publikum. Obwohl es eine wirklich schöne Aktion war. Guter Kill von Minais hier. Zumindest noch einen Spieler rausgenommen. Ancient ist back on track mit Runde Nummer 12. 4 Runden in Führung. Tess mit der, ja, erstmal die Fenster aufgeschossen. Ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Element. Das müsste ich mir auch mal merken, dass man auf der T-Seite wirklich die Fenster aufschießt. Aber meistens werfe ich eine der Doppel-Außen-Smokes, Leute. Da habe ich gar keine Zeit für Fenster aufschießen. So, Düha abgesmoked. Ist wieder eine Buy-Round für Aristocracy, die fünf Runden hinten liegen. Ich muss mich korrigieren. Ich dachte, sie hätten schon eine 8. geholt. Bisher noch keine einzige T-Runde für das polnische Lineup. Disco Doppler an der Tür und Rusty immer wieder mit der Überlegung, ob er außen helfen kann. Aber außen stehen sie eigentlich super. Da kann Rusty nichts machen. Da sollte wirklich Fokus auf der, weil da sollte Fokus auf der Halle liegen. Leichter Kill. Rallen hat überhaupt nicht mit dem Winkel von Freddy B gerechnet. Ja, wenn ich die Crossmoke so werfe, kann ich eigentlich auch die Kisten kurz abzielen. Aber sie hatten, glaube ich, Angst, dass jemand am Red Container sitzt. Draken ist jetzt sogar am Secret dran. Plopski hier vorne wieder. Na, nur einen bekommen. Sehr gut Raum kreiert von Düha. Maus mit dem Kill. Düha aimt aber eigentlich so stark, der hätte ich es lieber gesehen, dass Minais oder so vorhüpft, der heute einige Aim-Fails hatte. Draken hält die Doppeltür.
einer der wichtigsten Räume für den Retake. Da aber erstmal Damage gegen Tess. Und was ist das bitte für ein geiler Peak von Tess gewesen. Sofort der Headshot gegen Draken. Die Nate gegen Tess tut allerdings nochmal weh. 3 gegen 3. Machbar, aber ultra schwer, würde Venom jetzt sagen. Kleine Tür schon offen. Dann fightet Freddy wieder alleine. 3-1 in der Position von Ancient. Bedeutet für Aristocracy, wenn sie Kill machen, kommt da erstmal kein Druck mehr. Und das halten sie sich wirklich gut vom Leib. Bei Rusty sitzt das Aiming nicht so ganz. Und jeder Spieler von Aristocracy in diesem 3 gegen 3 gewinnt sein Duell. Holt so die 8. Runde für sein Team. Aber Geld ist bei Ancient nochmal da. Sie forcen, auch wenn Rusty da auf die CZ geht. Der Schuss von Tess war halt einfach absolut sexy. So, hier schon erste Smoke parat. Was ich noch gar nicht gesehen habe, war wirklich der Molotov am Anfang, um die Smoke zu löschen, damit die Doppelsmoke außen nicht so gut funktioniert. So, hier wird jetzt auch mal sauber an den Kisten gecheckt. Der Molly geworfen und Aristocracy kommt ins Secret. Ja, da gibt es auch keinen Bang. Draken hält da unten an. Oh, was wird Draken den nicht getroffen? Und er hat nur eine Flash. Er muss sofort weg. Ich weiß nicht, warum er in den Schacht reingeht. Wahrscheinlich, damit er auch anzielen kann, wenn die in Richtung Doppeltür laufen. Eventuell sogar noch eine Smoke. Freddy B hat währenddessen eine Rampe Maus geholt. Den hat Draken jetzt gesetzt. Dann kommt Rusty von der Seite. Und wie gut er die CZ da einsetzt. Minais geht auch down. Flawless die Runde an Ancient. Ja, und die Zuschauer definitiv da, wenn Ancient Runden holt. Müssen ihr Team natürlich noch anfeuern lernen. Das sind die Leute einfach nicht gewohnt. So, Aristocracy nimmt das Timeout, denn so langsam wird der Wodka knapp bei den Polen. Und Tess versucht gerade mental für Nachschub zu sorgen. So, Pause auch durch. Da hat mir die dramatische Musik gerade tatsächlich gefehlt, Leute. So, Draken, diesmal geht er sogar außen ins Duell. Kein Sprung. Ah, schöner Versuch. Gesehen, dass da einer läuft. Einfach mal reingehalten dann. Oh! Oh, was ein sexy Shot von Draken. Wenn er jetzt noch dem am Silo holt, dann hat Rallen aus, sogar wenig Möglichkeit, was zu machen. Ihr seht, wie Tess sich da schon mal zurückzieht. Aber nur die Red-Container-Position bringt Aristocracy jetzt auch nicht wirklich viel. Da muss irgendwas über den Vorraum passieren. Oder mal wirklich ein Move, mit dem man was gegen den Spieler von Ancient macht. Aber der Shot gegen Minais war absolut sexy. Mini-Schlitz von Plopsky. Auch immer wieder andere Spieler an der Rampe. Wobei, ich bin mir sicher, Plopsky hat auch eben das Duell gewonnen. Da bin ich einfach schon zu durch. 6. Map für heute schon, ne? Da lässt die Konzentration auch mal ein bisschen nach. Rusty smoked nochmal nach. Er hat, glaube ich, nicht gesehen, dass jemand ist. Das hat er gehört. Die Bombe droppt direkt vor die Main. Der Refrag von Jiha. Oh, der war wichtig. Disco-Doppler. Schönes Break-Control. Bleibt jetzt am Leben, bis seine Mates da sind. Rallen lässt mit Standing. Den darf Draken dann noch machen. Er eröffnet die Runde und beendet sie. 14. für die Schweden. Man dachte vielleicht auch schon auf Train, dass die Schweden das Ding im Sack haben. Und dann sowas. Ey, das war wirklich ein sauguter Schuss von Draken. Hätte nicht gedacht, dass er den setzt, weil auch Minais hat eigentlich einen guten Blick auf ihn. So, schnelle Nades in die Halle. Ihr seht, wie man da geflasht auch noch seine Utility einigermaßen sauber reinwerfen muss. Das gehört auf einem hohen Level dazu. Oh, Plopsky, das hat er gesehen.
Ah, den Molly muss er eigentlich unten hinwerfen. Warum will er denn hier fighten? Was macht er denn da bitte? Er hatte definitiv das Timing, um zurückzukommen. Doppler wird wahrscheinlich nicht mal auf den Plant reagieren, sondern nur hoffen, dass jemand übers Fenster reingeht. Schön direkt weiter gesprayt, sogar zwei Spieler erwartet. Rallen hat die AK gepickt. 4-2 Überzahlsituation noch. Es ist an sich eine Eco und die läuft ja auch nicht verkehrt. Aber ich glaube nicht, dass sie das noch gewinnen können. Auch Rallen geht dann down gegen Rusty. Ja, und da muss man Plopski eigentlich mal sagen, nee, so nicht, ne? Also, du siehst es, sie kommen. Schwierig zu entscheiden, weil sie schon recht weit waren. Aber dann würde ich das Risiko noch eingehen und versuchen, unten an der Rampe wegzukommen. Er kriegt zumindest noch das One-for-One. Das ist so das absolute Minimum. Das soll es an sich immer 2 Kills machen, dann sterben, vielleicht noch so lange wie möglich überleben. Aber auch das ist nicht immer gegeben, wenn das Refrag-Verhalten der TS ziemlich gut ist. 15-8 für Ancient. 7 Matchpoints, 7 Grand Final Tickets. Und eins davon können sie sich wahrscheinlich ergattern. Eine Runde hat Aristocracy bisher auf der T-Seite von Nuke bekommen, mehr nicht. Und es wirkt doch ein bisschen ideenlos. Sie haben die Doppel-Außen-Smoke drauf, keine Frage, aber bisher konnten sie darauf noch überhaupt nicht kapitalisieren. Und ich bin ganz ehrlich, Draken macht jetzt doch wieder einen größeren Unterschied. Denn er trifft deutlich besser, was heißt, er trifft deutlich besser, er verschießt weniger als auf Train. Für mich gibt es da einen Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wie Rallen da schon Damage bekommen konnte. Diesmal ein Doppelpeak. Freddy B hat viele Hits in der Mechhalle abbekommen. Ein Spieler, der für Aristocracy jetzt nur schwer rotieren kann. Also mit der Position müssen sie eigentlich weiter rechnen. Da merkt man auch schon, dass unten ein Spieler auf sie wartet. Jetzt hat man Rusty bekommen. Der wollte da vielleicht ein bisschen viel, aber Freddy B bekommt noch einen Frag. Molly an den Main-Eingang, kam nicht an. Bekommt keinen weiteren, dafür zu wenig HP gehabt. 4-3. Disco-Doppler hat jetzt gehört, dass die Tür aufgeht. Es gibt den Laufweg in die Halle. Da erwischt man nochmal Plopski. Und Disco-Doppler macht nur einem Spieler Schaden. Kein Kill. Die Tür auch noch zu. Ja, ich denke, das geht Draken jetzt saven, in Sicherheit bringen. So, Draken. Er ist halt bekannt, die Bombe braucht noch, oh, die Bombe tickt noch ziemlich lang. Geld sieht gut aus bei Ancient. Boah, das war schön, wie Rallen da doch noch was sieht an der Smoke-Kante. Aristocracy verhindert hier direkt die Niederlage. Aber es fühlt sich eigentlich nur danach an, als wäre es eine Frage der Zeit, bis Ancient diese letzte Runde bekommt. Optik wird sich dieses Spiel wahrscheinlich auch ganz genau anschauen. Wie gesagt, nach dem Match wird es auch eine etwas längere Pause geben. Man muss Aristocracy die Möglichkeit geben, sich zu erholen. Nee, entschuldigt, Ancient. Hätte ich fast gespoilert. genau, man muss denen die Möglichkeit geben, sich zu erholen, bevor es weitergeht. Rusty auf der Pommes. Der einzige mit der MP, dann der Hit gegen DH. So, Plopski. Schritt zurück. Oh Mann, ey, das. Das macht Plopski echt beschissen an der Rampe. Tut mir leid. Weiß nicht, was man mit dem Winkel anfangen will. Mini-Schlitz, wo der Gegner meistens eh schnell durchgeht. Ey, wie werfen die denn gerade bitte? Was soll das denn? Disco-Doppler. Kann sein Mate sagen, okay, kannst rauskommen, ich hab den Heaven. Aber oben der Spieler am T-Schacht, Draken, der kann direkt wieder an die T-Base gehen, versuchen das zu saven. Also, tut mir leid, was Ancient hier jetzt gerade wegwirft, wird das hier direkt wieder eine Overtime oder was? Bundesjugendspiele sind ein Witz dagegen, also. Das sind schon olympische Spiele. Und zwar Diskos werfen. Richtig weit wird hier geflogen. Und zwar die Runden von Ancient in den Mülleimer. Klar, Aristocracy macht jetzt auch nicht viele Fehler, aber
Plopskis Rampedeckung, Solo-Rampedeckung, ist das Schwächste, was ich in langer Zeit in einem Profimatch gesehen habe. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so in aller Deutlichkeit sage. Aber ich finde, das ist gerade auch einer der ausschlaggebenden Punkte, warum die Jungs von Aristocracy hier überhaupt Runden holen können. Plopski hat da auch schon mal so ein One-on-One-Duell gewonnen, ne? Das war auch sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Aber wenn er so angespielt wird und zweimal hintereinander es nicht schafft, nach unten zu gehen, das unten vom Spot zu verteidigen, ist es meiner Meinung nach von vornherein schlecht positioniert gewesen, was er da gemacht hat. Da bin ich gespannt, ob es zwei Meinungen gibt, weil die Position, die er hat, kann eigentlich nur wirklich gut mit jemandem funktionieren, der hinten in CT steht und die Ablenkung von ihm ausnutzt. Weil er den Gegner ein bisschen früher sieht. Und das Solo zu spielen ist sehr gewagt. Und vor allem hat er nicht dran gedacht, dass er, wenn er runterspringen will, noch gesehen wird, während er nun mal hüpft. Also diesen Jump hat man gut antizipiert. 15 zu 10. Es gibt nochmal eine Eco. Es gibt die zwei gesaveten Waffen bei Ancient. Ich denke, dass da noch eine 11. Runde für Aristocracy drin ist. Schöner Shot von Draken. Ja, auf einer AUG und einer AWP kann man auch mal Runden aufbauen. Draken hat es gemerkt, dass über die Main kommen. Rusty steht da aber noch dabei. Die Nate ganz gut gedodged. Rusty jetzt down und Draken verschießt. Kommt die Tür rein, kann jetzt eigentlich über die Tür die Main anzielen. Allerdings liegt jetzt die Smoke. Das heißt, auch der Winkel ist weg. Und Minice könnte sogar über den Heaven angreifen. What? Was ein schöner Schuss von Minice. Ich denke, nochmal saven. Wobei, jetzt kommt der Shot gegen den Außenspieler. Das heißt, wir wissen, der ist nicht in Heaven hochgegangen. Das 2 gegen 2 kann funktionieren. Rallen, schon mal bekannt. Hat Freddy B. noch ein paar Hits mitgegeben. Wie entscheidet sich jetzt Draken? Wie sieht der Laufweg aus? Es sieht so aus, als würde er über die Pommes kommen. Jetzt fällt er, aber dann der Sprung. Der war unnötig. Die Fuse-Kit ist allerdings nicht vorhanden. Die Bombe tickt schon schnell. Der Bang hat eigentlich gepasst. Zieht er da vielleicht einfach durch? Nein, er defused nur an. Er will es nur teuer machen. Mit dem Kill gegen Tess. Ich glaube, er kommt sogar noch weit genug weg. Und vielleicht kann er sogar zurücklaufen und die AWP holen. Nee, er bleibt auf der AK. Die Runde geht zwar an Aristocracy, aber die hat schon gewackelt. Alle Spieler verloren. Ancient schnuppert jetzt immer mehr am Finale. Jetzt kann man wieder kaufen. Auch die AWP für Draken passt. Ancient spielt diesmal Doppelrampe. Ja, kann auch funktionieren, wenn man sagt, okay, ich komme Rampe gerade nicht klar mit den Positionen, die sonst funktionieren. Unterstützt mich mal bitte, nicht, dass sie es nochmal exploiten können. Disco-Doppler. Ah, da sieht man auch schon so diese leichte Delle durch den Molly in der Tür. Als hätte jemand sehr wütend gegengetreten. Und auch die Aristocracy-Fans im Chat werden langsam wieder wach. Ancient. Weiß gar nicht, ob die Fans haben hier im Chat. So, erstmal geht's mit der Bombe den Secret runter. Ist da jemand? Ich glaube, da rotiert erst jetzt jemand. Nee, es rotiert keiner runter. Oh, what? Niemand fühlt sich doch. Einer ist jetzt unten. Gut. Ich glaube, es ist Freddy B. Ja, es ist Freddy B, der jetzt unten ist. Er wird hier solo gegen 4 spielen müssen. Düha. Geht da. Also sie smoken die Main sogar ab, wollen jetzt ein bisschen Druck auf den Heaven aufbauen. Unten lassen sie sich Zeit, Fenster offen, aber ich denke, das war das an der Umkleide. Es geht wirklich sehr viel um Ablenkung hier gerade. Freddy B hat sich aber hinter das Silo gestellt, will direkt zur Doppeltür schauen. Disco-Doppler mit Blick Richtung Heaven, zwei Leute im Vorraum und es geht nochmal die Halle rein. Disco-Doppler bekommt da zwar nur einen Plopski, aber mit dem zweiten Kill vom Heaven. Rusty mit dem Smoke-Push. Nein, er sieht nicht früh genug, als er aus der Smoke rauskommt. Bei 8 Sekunden, er plant. Jetzt noch ein 2 gegen 2. Draken dann mit dem Frag aus der Pommes. Düha alleine. Und Draken geht dann sogar down. Er wechselt auf die AUG. Die Rotation von Freddy B, die braucht noch ein bisschen. Vielleicht ist Draken da etwas zu früh reingegangen. Freddy B hofft jetzt, dass Düha reinlaufen will. Ja, und den kriegt er auch. Das ist es. Kid noch mitgenommen. Das ist das 16 zu 11, das 2 zu 1 und der Einzug ins Finale für die Schweden.